Basketball-Bundesliga einfach für Erfolg. Und da müssen die Göttinger natürlich. Justin Bean sucht Matt Thomas, der aktuell bei 17 Punkten im Schnitt steht. Matt Thomas, auf den müssen die Göttinger aufpassen. Das ist wunderbar gespielt. Luis Olini lässt es krachen. Das ist taktisch natürlich auf allerhöchstem Niveau, was Alba Berlin hier offensiv spielt. Da müssen die Göttinger wirklich in jeder Sekunde wach sein. Und im Zweifel sind sich die Berliner auch nie zu scheide, um hart zum Offensiv-Rebound zu gehen. Justin Bean hier erfolgreich. Da muss Göttingen etwas konsequenter ausboxen. Gut gespielt auf Ju. Wichtig, dass der gleicht hier aus. Göttingen mit Zilinch. Das war zu viel telefoniert. Fastback-Chance, Spagnolo auf und davon. Gut nachgegangen von Hume, der jetzt zum zweiten Mal da aufgepasst hat in der Defense. Ja, vielleicht ein Stück zu arrogant von Burns. Olindi lässt wieder krachen. Es wird zwei gespielt, also eine Two-Man-Action. Tim Schneider, oh. Wenn er den stoppt, haben wir was für die Highlights. Und auch da ist es ein Offensiv-Rebound. Und auch da geht Alba Berlin einfach konsequenter zum Also in Bonn war er da meistens 12. Mann in der Rotation. Hier sehen wir einen Zach Ensminger bereits in Viertel Nummer 1 und beinahe mit den ersten Punkten. Da wurde er ziemlich alleine gelassen. Matt Thomas war eben erfolgreich mit dem Dreier und der nächste End-One. Also Alba Berlin spielt es gerade gnadenlos aus. Ja, deswegen werden wir jetzt auch Brandon. Ja, Ensminger weiß nicht so recht. Es ist gerade viel dem Zufall überlassen bei der BG. Rebound bei JT Procida und das geht einfach zu schnell. Alba Berlin unbedingt individuelle Klasse gerade, sondern das sind die Basics. Summer, kriegen sie den jetzt auch noch mal los. Kumadja, ja. Hier hätte es auch anders laufen können gegen Ende von Viertel Nummer 1. Oder es erhöht das Risiko, dass die Köpfe aus Göttinger Seite relativ schnell runtergehen. Sugic, es war noch alles im Rahmen. Ensminger, der ist wichtig. Wieder Rebound, wieder Fastbreak-Möglichkeit. Procida, wow, ist das frech, ist das abgezockt, Alba Berlin. Kooperieren super untereinander und ja, die Top-Talente landen früher oder später bei Alba Berlin. Jetzt hat Göttingen mal gut aufgepasst in der Defense. Osaro Rich, Fastbreak-Chance abgeräumt von Johannes Thiemann. Ja, nee, das war schon sauber. Burns. Kommt Göttingen hier irgendwie nochmal zurück? Zugisch, das war ein guter Wurf. Druck, ja. Aber Alba, Göttingen muss aufpassen, dass sie hier nicht wieder schnell in den Teamfallbereich kommen. Justin Bean, völlig freier Wurf. Ja, das wäre der nächste Punkt neben der jamaikanischen Bobmannschaft. Justin Bean. Rich Antičević. Das ist jetzt mal gutes Ballmovement. Stark nochmal raus auf Sugic. Und direkt ist die Halle da. Das war ein wunderschöner Angriff. Ah, das macht Göttingen jetzt etwas cleverer. Sie doppeln Kumadze. Schneider, der ist schwierig, aber ins Gesicht von Yu mit Sugic. Findet Zilic. Das war super gespielt. Kumadze stört da. Allerdings entscheidend. Matisek, Spagnolo zeigt an, 2. Procida für den Backdoor-Cut, für das Alley-Oop. Das war aber so auf Ansage. Und wie gut war das bitte gespielt von Alba Berlin? Da haben sie die Unterbrechung aber mal sowas von genutzt. Sugic mit der Antwort. Sugic für 3. Und jetzt steht die Uhr wieder. Nee, die Uhr läuft. Das ist relativ verwirrend. Pedro Sugic nochmal. Set Nummer 2. Ju Gibson. Der Ball läuft mehr bei den Göttingern. Es scheint so, als hätte man einen Matchplan, auch wenn das Anspiel zu ungenau war und wir wieder. Ja, wenn's läuft, dann läuft's.
und Thomas Pech mit viel Einsatz. Aber auch das wird nicht belohnt. Berlin hat auf alle seine Antwort. Bean. Kumadze im Nachfassen. Ja. Das kennen wir aus der NBA von Taco Fall. Da hat wirklich jeder Schritt Hand und Fußball bei Berlin. Und es sieht wirklich wunderschön aus. Es ist so brutal guter Basketball. Da bin ich auch ehrlich, da ist die BG chancenlos, wenn Alba das hier heute Abend zeigt. Zugic. Hoffnung, Kumadze da zu doppeln. Wenn der abrollt, sind das in der Regel keine guten News für Göttingen. Ja. Das ist ein Cheatcode, würde man im Gaming-Genre sagen. Ein lebender Cheatcode. Burn, Zugic, das war mal ein guter Angriff. Mönninghoff für drei. Im Dreierfeld jetzt. Oder die Grafik. Es müsste 58-78 sein. Burns. Bringt er die Halle nochmal zum Kochen? So nicht. Jetzt kann Tim Schneider es krachen lassen. Move gegen Antizovic. Oh, starker Move. Starker Spin-Move. Da hat er den Young Gun alt aussehen lassen. Grant Antizovic mit einer starken Aktion. Der Offensiv bisher belassen blieb. Schneider gegen Mönninghoff. Schwieriger Wurf. Tim Schneider ist der vielseitig. Der Berliner Eigengewächs ist ein Ritterschlag für die eigene Jugendarbeit. Das kann nicht oft genug erwähnt werden. Ruf passt gut auf. Procida auf und davon. Legt nochmal ab auf Schamal. Spagnolo gegen Gibson. Ist er stark. Ist so einfach. Da unten das Mismatch gegen Mojo Gibson hat. Jeder weiß, dass vermutlich der Spin-Move zur Baseline kommt. Gibson. Antisevic, der sich jetzt viel traut. Grant Antisevic. Ja, es könnte auch ein Rezept sein. Ihn vielleicht mehr da on top of the key in Play-Action bringen. Hat natürlich den Vorteil, dass er oft gegen, das weiß ich gar nicht, auf besten Punkt. 75 zu 101, 2 Minuten 20. Das Göttinger Publikum erhebt sich von ihren Plätzen. Matisek. Alba Berlin war unterm Strich einfach eine Nummer zu groß. Die Göttinger werden ihre Punkte woanders holen müssen. Jetzt lässt Delo vermutlich nochmal krachen und genauso ist es. Malte Delo. Rich mit zu. Also tabellarisch ist das vielleicht noch nicht so aussagekräftig wie bei den anderen Teams. Es ist natürlich auch schwierig, da ja, so eine Tendenz zu erkennen, denn im Europe Cup gewann man beide Spiele gegen Crailsheim, erledigte man den Job. Mozaro Witch, nochmal auf Burns. Der passt nicht und damit gewinnt Alba hier am Ende souverän und deutlich mit 113 zu 77.